Problem. Ein Überlebender vom Stadion. Wenn der Typ redet, identifiziert er dich. Ein Überlebender? Wie ist das passiert? Er ist wohl nicht gestorben. Ganz ruhig. Ich habe einen Plan. Triff mich am Gorman Heights auf dem Dach. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs mit unserem Anarchisten-Outfit. Wir gucken mal ganz kurz, ob wir eine Kamera hacken können und ein paar Leute mit Geld finden. Hier noch einer, nö. Was sagst du? Ja, dreckige Rassisten, wir gehen erstmal hier runter. Und können uns hier ein Auto nehmen, sehe ich gerade, oder? Nee. Doch, können wir doch, ich sehe es gerade, wir können uns doch einsehen. Ja, und dann gehen wir mal los hier. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen... Versteck... dahin, das ist die Kampagne. Und da wollen wir hoffen, dass ich heute bessere Fahrskills drauf habe als sonst. Und dass es nicht allzu schnell... Wow. Dass es nicht allzu schnell anfängt zu laggen. Und dann, ja. Mir wurde auch gesagt von... Oh, das Auto ist geil, das Gelbe. Mir wurde doch auch geraten von einem Zuschauer, ich solle mir doch... Oh. Ich solle mir doch eine neue Grafikkarte zulegen, damit ich Spiele wie solche packe. Ich weiß nicht, ob manche das nicht verstehen, aber ich habe, also meine Grafikkarte ist 2 Monate alt. Sie hat mich 200 Euro gekostet und ist eine ziemlich gute. Und ich kann dieses Spiel, wenn ich nicht aufnehme, lackfrei auf ultra locker zocken. Manche verstehen, glaube ich, nicht den Unterschied zwischen einer Aufnahme, die fast doppelt so viel, Grafikkartenspeicher kostet, wie das Spiel normal zu spielen. So. Ich weiß zwar, dass viele größere Let's Players gewisse Grafikkarten haben, die das locker packen, aber da reden wir von Preisen von 300 bis 400 Euro, wenn nicht sogar teurer, und ja, so als hobbymäßiger Let's Player kann ich mir sowas einfach nicht leisten. Das ist nun mal so. Aber ich finde eigentlich, dass ich die Spiele doch ganz flüssig rüberbringe und mir doch ganz ordentliches Zubehör kaufe. Und ich fahre gerade ziemlich gut, habe ich so das Gefühl. Naja. Warum nicht? Gefällt mir. So. Haben wir noch eine andere mitgenommen, einmal weil wir so schlecht... Es gehört einfach zu uns, ne? So, noch einparken. Wie sich das gehört. Nicht der Pizzamann. Wo ist er? Ist nicht leicht mit Charlie zu arbeiten. Aber ich kenne ihn. Wäre die Lage anders, würde ich vielleicht ihn jagen. Oder andersrum. Aber wenn er sagt, dass wir ein Problem haben, halte ich das für eine Untertreibung. Dieser Typ darf mich nicht identifizieren. Oder alles wird außer Kontrolle geraten. Okay, also darf dieser Jordi nicht erfahren, wer wir sind. Das sollte kein Problem sein. Hi. Oh, fuck. Jordi, wer sind die? Die wohnen hier. Was ist passiert? Tja, die Security in diesen Häusern ist ziemlich gut. Damit sich solche Leute hier oben schön sicher fühlen. Ich meine, diese Leute hatten nur... eine Türkette angebracht, wollten sich wohl den Pizzalieferanten gut anschauen, bevor sie die Tür aufmachen. Okay, fein, sicher. Also zu diesem Problem. Dafür habe ich den Boss.
Bolzenschneider dabei. Er öffnet die Tür, spürt mir aus die Kette, ich schieb ihn rein und schnipp und rate mal. Ist nicht der Witzer, Mann. Jordi, das Problem. Komm schon. Das tun wir doch gerade. Wir sind mitten in der Auflösung hier, Pierce. Du weißt nicht zu schätzen, was ich für dich tue. Du merkst nicht, wie sehr ich mich um dich kümmere, oder? Wirklich? Ja. Tu mir einen Gefallen. Beeilen wir uns. Wie viel Zeit haben wir? Nicht so viel wie nötig. Oh, diese Leiche da aus dem Stadion. Er ist nicht mehr so tot. Die Bullen haben ihn jetzt im Chicago-Gefängnis. Und oh, er spaziert jeden Moment ins Verhör und zeigt mit dem Finger. Auf dich. Wie konnte das passieren? Mach mich nur fertig. Toller Blick. Siehst du? Heute Morgen ging was raus. Einer bezahlt einen Haufen Dollar für die Aussage dieses Clowns. Und einer von den Typen ladet die Geschichte. Sieht aus, als müssten wir beide uns mal unterhalten. Ja, aber nicht wieder das mit dem leeren Magazin. Der arme Maurice hat sich vollgebissen nach deiner Schuld. Kümmere dich nicht um meine Methode. Weißt du, wie man es benutzt? Bring deinen Arsch da runter, ich gebe Deckung. Und lass den Boss am Leben. Wirst ihn brauchen. Glaubst du? Dann wird's wohl jetzt ein bisschen aggressiver zugehen. Mach mir schnell, okay. Meine Gastgeber jammern, davon bekomme ich Migräne. Und wenn ich Migräne kriege, Pierce, dann bin ich nutzlos für dich. Denkst du, du bist der Einzige, der schnell machen will? Was weiß denn ich? Empathie ist nicht deine Stärke, hm? Nicht unbedingt. Was ist mit dem Fixer-Auftrag? Was suchen die eigentlich? Dich. Jemand will den Rächer, und zwar dringend. Und sie wollen einen fingierten Gefangenentransport organisieren, um den Zeugen frei zu bekommen, der dich erkennt. Ich habe noch nie gesehen, dass sie so viele Leute einsetzen. Sie wissen, dass ich sie stoppen will. Hör zu. Der Zeuge kennt mein Gesicht. Wenn die Fixer ihn bekommen, wenn mein Name rauskommt, dann jagen sie meine Familie. Ah, das F-Wort. Du bist zu sentimental, Pierce. Das ist eine Schwäche. Irgendwann wird es jemand gegen dich nutzen. Ich decke dich, wo ich kann, aber ich sehe nicht alles. Na gut, legen wir los. Ja, das F-Wort. Und wir gucken mal, was für eine Pistole wir nehmen. Wir müssten ja eigentlich jetzt die Pistole freigeschaltet haben, haben wir aber nicht. Die goldene? Dann halt nicht. Die gefällt mir auch ganz gut. Weil die mit Schalldämpfer ist. Na komm her. Ich kann durch die Wand nicht schießen, okay. Hm. Moment, den Gabelstab will ich nochmal aktivieren. Hier ist nichts, ich guck da drüben. Alles sauber, ich gehe da lang. Ich sehe nichts, ich guck mal woanders nach. Moment. Um die Ecke. Das darf bloß keiner mitbekommen, da ist hinter uns ist einer. Oh, ich sehe gerade das noch mehr. Ich muss... irgendwie ein paar von denen ausschalten.
Kann Verstärkung rufen, alles klar. Na komm her, du verstärkungsrufendes Etwas. Na, das sieht dieser aber... Ich komme nicht an ihm ran, solange er da hinten ist, aber er kommt gerade auf mich zu. So, soviel zu dem Typen. Na, da oben ist noch einer. Bleib mal stehen, Kleiner. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Also in Skillshots bin ich eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, was meine Zockerkollegen da immer haben, wenn wir Leute spielen. So, was haben wir denn noch? Alles vor mir. Nanu. So, ein bisschen Aufmerksamkeit. Ach hier. Aber wo kommt das her? Ach, da hinten. So, dankeschön. Er gehört dir. Moment, Moment. Stopp. Er soll den Knastjob erledigen. Den was? Keine Ahnung, wovon du redest. Lance Brenner. Wie geht's der Familie? Was soll das? Ich frage dich nach deiner Familie. Sieht so aus, als hättest du zwei Parallelleben. Familienmensch. Die Kinder gehen wohl bald aufs College. Teuer für einen Gewerkschafter. Fick dich. Und dann gibt es das zweite Leben. Geisterkonten mit einem ganzen Haufen Geld drauf. Hey. Wusstest du, dass dein Name bei verdammt vielen ungeklärten Fällen auftaucht? Die Bullen würden sicher gerne mit dir. Okay, warte. Willst du einen Teil von der Kohle? Das kann ich einrichten. Du verschwendest Zeit. Na gut, na gut! Fuck! Der Knastjob? Das ist Angelo Tucci. Er
ist in einem Konvoi, aber zu spät. Du findest ihn nie. Er sagt, dass ich ihn will. Ich wette, er hat Familie in der Stadt. Was willst du von seiner Familie? Was verdammt stimmt nicht mit dir? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.